meine Aufgabe heute ist es, Ihnen ein bisschen das Thema Cloud Computing näher zu bringen. Ich habe versucht, es ein bisschen humorvoll zu gestalten mit dem Thema Pizza as a Service, indem ich anhand von einer Pizza erkläre, was denn Cloud Computing ist. Aber starten wir mal mit meiner ersten Folie. Cool. Es gibt keine Cloud. Eine Cloud ist in Wirklichkeit nur jemand anders Computer. Ich starte mit einer Definition und ich verwende die Definition nach Forrester. Cloud Computing ist definiert als eine standardisierte IT-Fähigkeit, ein Service, ein Software, eine Infrastruktur, also Dinge da drinnen, die über das Internet zur Verfügung gestellt wird, nach tatsächlichem Verbrauch abgerechnet wird und über Selbstbedienung bereitgestellt wird. Jetzt stellt sich die nächste Frage, was ist eine IT-Fähigkeit? Eine IT-Fähigkeit kann sein Hardware, Speicherplatz, also Festplatten, Netzwerk, also wir haben dann Kabel dargestellt, aber Netzwerkinfrastruktur, sogenannte Virtualisierung, da ist vielleicht ein wenig zu erklären, was ist Virtualisierung? Virtualisierung bedeutet, dass im Grunde genommen nicht jede Maschine, auf der ein Betriebssystem läuft, also zum Beispiel hier mein Notebook, auf einer eigenen Hardware läuft, sondern dass darunter virtuelle Hardware liegen kann. Das Konzept von Virtualisierung ist schon relativ alt. Ich bin, glaube ich, im Jahr 1987 von der HTL gegangen und da hat es das Thema Virtualisierung auch schon auf Großrechnern gegeben. Das heißt, man hat dann verschiedene virtuelle Maschinen auf einer großen Hardware gefahren und genau dieses Konzept ist uns quasi auch bei Cloud Computing wieder zu Hilfe gekommen und ist fast in allen Bereichen die darunterliegende Struktur, auf der dann virtuelle, meistens dann Server laufen, die irgendwo in Cloud-Rechenzentren laufen. Dann gibt es sogenannte Middlewares oder Runtimes, das ist das, worauf die Software, die dann auf diesen Servern läuft, läuft. Das ist macht es den Programmierern meistens einfacher, Applikationen zu schreiben, beziehungsweise stellt Infrastruktur für Programme zur Verfügung, die dann drauf laufen. Dann gibt es Applikationen, das ist das, mit dem wir typischerweise zu tun haben. Ich habe da eine Applikation abgebildet, die typischerweise die meisten von uns kennen, Microsoft Word. Also auch die läuft ja mittlerweile in der Cloud oder zum Beispiel von Google die G Suite oder Zoom haben wir jetzt in der Corona-Zeit wahrscheinlich alle schon sehr viel Übung bekommen bei Videokonferenzen. Und dann gibt es auch Daten, die von diesen Applikationen verwendet werden, die dann sozusagen da oben drauf liegen. Und all das sind IT-Fähigkeiten, die in irgendeiner Form zur Verfügung gestellt werden. Wenn wir uns Cloud vorstellen, dann ist es eben diese Fähigkeiten, die dynamisch aus dem Internet, aus Cloud-Rechenzentren zur Verfügung gestellt werden. Und was sind denn die Versprechen, die so diese Cloud hält? Cloud sagt, es ist viel einfacher, Services zu nutzen, weil ich diese IT-Dienste, die ich gerade genannt habe, nicht mehr für jedes Ding, das ich bei mir betreiben möchte, einen Server anschaffen muss. Ich muss nicht diese Dinge installieren und warten. Das heißt, kommt irgendjemand neuer daher, sagt, wir brauchen einen neuen Dienst. Dann ist früher in einer Firma angeschafft worden ein neuer Server. Den hat man dann irgendwo in einen Serverraum hineingestellt. Den Server hat man warten müssen. Da hat es Wartungsverträge dafür gegeben. All das, sagt die Cloud, ist nicht mehr notwendig. Skalierbarkeit. Skalierbarkeit, ich habe vorher gesagt, zum Beispiel mit dem Selbstbedienungskonzept ist es so, wenn ich neue IT-Services brauche, dass ich einfach hergehe und mir ein neues Service kaufe, bestelle, einschalte.
Das heißt, ich gehe auf eine Webseite und sage, ich brauche ein neues Service, werfe vielleicht dafür Münzen ein, weil das eben verrechnet wird nach Aufwand, und in wenigen Minuten habe ich ein neues Service zur Verfügung. Zuverlässigkeit. Typischerweise sind Services, die aus der Cloud zur Verfügung gestellt werden, sehr ausfallsicher. Weil typischerweise kann ich als Betreiber, wenn ich jetzt Server selbst betrieben habe, müsste ich sehr, sehr viel Geld investieren, um die gleiche Ausfallsicherheit zu Wege zu bringen, als das in einem Cloud-Rechenzentrum der Fall ist. Cloud-Rechenzentren von den großen Anbietern sind auch typischerweise über mehrere geografische Orte verteilt. Das heißt, selbst wenn ein Rechenzentrum, weiß ich nicht, sagen wir jetzt mal irgendwas in Paris ausfällt, dann gibt es ein anderes Rechenzentrum an einem anderen, weit entfernt gelegenen Ort, das all die Dienste, die vielleicht jetzt vor kurzem noch aus Paris erbracht worden sind, woanders her erbringen kann. Ja, das können typischerweise auch größere Firmenkunden tun. Ich habe bei einer Bank einmal gearbeitet, auch bei den Banken ist es so, dass dort Rechenzentren an unterschiedlichen Orten betrieben werden, dass wenn Wien ausfällt, vielleicht in Linz die Dienste weiter betrieben werden können. Bezahlung nach tatsächlichem Verbrauch. Wenn ich nicht nutze oder wenig nutze, dann zahle ich nichts oder wenig. Wenn ich viel benötige, dann kann ich einfach nach oben drehen und viel benutzen. Wer irgendwann einmal schon sich angeschaut hat, wie viel Rechnerauslastung zum Beispiel mein Notebook jetzt gerade hat, dann wird die Hardware, die Notebook da zur Verfügung steht, gerade so in einem ganz geringen Prozentsatz ausgelastet sein. Ganz, ganz selten, dass ich vielleicht, wenn ich einen Videoschnitt machen würde auf dem Notebook, dass das Notebook ein bisschen beansprucht wird, aber typischerweise ist das bei ganz wenigen Prozent. Bei Servern ist das exakt gleich typischerweise. Das heißt, auch wenn Firmen Server betreiben, dann gehen die meistens irgendwie in den Server-Racks herum und da wird ganz, ganz wenig Leistung eigentlich von diesen Servern verwendet. Der große Vorteil ist, dass ich sozusagen in den Cloud-Rechenzentren dann nur das zahle, was ich tatsächlich verbrauche, und viele kleine sozusagen auch in vielen Bereichen halt viel weniger Kosten verursachen, als wenn ich die selbst mir installieren und betreiben würde. Die Geschwindigkeit des Deployments. Deployment ist ein schöner englischer Ausdruck, der genutzt wird, um die Bereitstellung von IT-Ressourcen zu definieren. Also wenn ich solche IT, einen Server, eine Applikation, was auch immer, bereitstellen möchte, dann geht das typischerweise in einer Cloud-Infrastruktur viel, viel schneller, weil früher, wenn ich sage, okay, ich bin jetzt in einer klassischen Firma und ich sage, ich möchte jetzt ein neues Service bereitstellen, dann ist man früher hergegangen, hat einmal ausgerechnet, welchen Server man dafür braucht, welche Netzwerkanbindung, hat das alles einmal bestellt, dann ist es irgendwann einmal geliefert worden, dann hat man es dann gebaut, dann hat man das irgendwo mal in ein Regal hineingeschraubt, hat sich darum kümmern müssen, dass Strom und all diese Dinge, Netzwerkanbindung zur Verfügung gestellt ist, dann ist das Ding installiert worden und kaum war ein paar Wochen vorbei, ist dieser Service schon gelaufen. Klassischerweise bei Cloud-Rechenzentren ist die Geschwindigkeit eben dieser Verfügungstellung etwas, was man vielleicht auf Knopfdruck machen kann und was wenige Sekunden bis Minuten später dann auch schon funktioniert. Einer der Punkte, die ich auch immer wieder höre, ist, naja, ich tue meine Daten vielleicht nicht in die Cloud oder ich möchte das nicht in der Cloud betreiben, weil das ist ja vielleicht nicht ganz sicher. Also mein Gefühl ist, jeder IT-Administrator, der das heute noch sagt, unterschätzt seine eigenen Fähigkeiten gegenüber dem, was also typische Cloud-Rechenzentren in den Themenbereich Sicherheit und Infrastruktur investieren. Und man kann kaum das gleiche Level an Sicherheit zur Verfügung stellen, wie typischerweise derartige große Cloud-Rechenzentren zur Verfügung stellen. Sind sozusagen die Versprechen, die die Cloud hat. Der nächste Punkt ist Begrifflichkeit. Wir hören bei Cloud oft Begriffe wie IaaS, SaaS, PaaS, Hybrid, Public, Private Cloud. Was bedeuten denn diese Begriffe? Jetzt komme ich
oder Pizza ist es wert. Wenn Sie sich vorstellen, dass Sie Pizza essen wollen, dann gibt es unterschiedliche Möglichkeiten, wie Sie zu einer Pizza kommen. Sie können in den Supermarkt gehen, Sie können dort alle Zutaten einkaufen, die Sie brauchen. Sie können mit den Zutaten dann nach Hause fahren. Sie können dann einen Germteig ansetzen. Sie können den Germteig dann ausrollen. Sie können dann den Belag drauflegen nach Geschmack. Ich habe dann hoffentlich ein funktionierendes Backrohr zu Hause. Ich muss das Backrohr aufheizen. Ich muss mich um meine Getränke kümmern. Ich muss natürlich meinen Esstisch, Sessel, sonstige Dinge zur Verfügung stellen, wenn ich Gäste habe. Das Ganze, wenn ich das selber mache, wäre sozusagen klassische IT, wie sie war, bevor es Cloud überhaupt gegeben hat. Das heißt, ich habe einfach alles selber gemacht. Im IT-Jargon nennt man das On-Premise. Das heißt, die IT sitzt in einem Serverraum oder in einem Rechenzentrum in meinem Unternehmen und ich betreibe das alles selbst. Natürlich kann ich auch als Privater bestimmte Dinge selbst betreiben. Da gibt es Geräte, die kann man sich anschaffen, die bestimmte Services zur Verfügung stellen, kann ich mir bei mir unterm Tisch, unterm Schreibtisch stellen und kann ich gewisse Dinge auch relativ einfach selbst betreiben. Der zweite Punkt wäre IaaS. Das ist übersetzt Infrastructure as a Service, also die Infrastruktur als Service. Infrastruktur as a Service sind quasi, wenn ich Rechnerleistungen zur Verfügung stelle, aber den Rest selbst mache. Wenn ich das also mit Pizza vergleiche, wäre es die Tiefkühlpizza. Ich fahre zum Supermarkt meiner Wahl, suche mir eine Pizza aus und dann bekomme ich eine fertige Pizza, die belegt ist mit Käse, wo ein Belag meiner Wahl drauf ist. Ich brauche das auch nicht mehr belegen. Die Arbeit hat mir auch schon jemand abgenommen. Ich nehme zu Hause nur mehr die Tiefkühlpizza aus der Schachtel heraus, muss aber selbst noch immer den Ofen, die Energie, die Getränke, den Esstisch noch immer selbst zur Verfügung stellen. Ist schon ein bisschen bequemer. Ich muss das alles nicht unbedingt selbst machen. Aber es ist noch immer einiges selbst zu tun. Die andere Alternative, die verwenden wir hier gelegentlich in den Räumlichkeiten, nämlich den Lieferservice. Beim Lieferservice nimmt mir sozusagen der Lieferant nicht nur ab, dass er die Pizza für mich herstellt, sondern er stellt auch den Ofen und die Energie zur Verfügung. Und wenn der Bote, der die Pizza dann bringt, halbwegs flott ist, dann kommt sie auch warm bei mir an. Ich muss mich aber vielleicht noch immer um Getränke kümmern und ich brauche dann noch Tische und Sesseln, die ich zur Verfügung stelle. Das Ganze wäre Plattform as a Service, also eine Plattform, die mir zur Verfügung gestellt wird, wo ich sozusagen mich nur mehr um Esstisch und Getränke kümmern brauche. Wenn ich aber jetzt sage, naja, sogar das ist mir jetzt zu viel Aufwand und ich hätte es gern wirklich ganz bequem, dann gehe ich typischerweise in ein Restaurant. Im Restaurant wird mir alle Arbeit abgenommen, brauche mich nicht einmal mehr um den Tisch kümmern und die Getränke kümmern, weil die werden mir gebracht. Und je nachdem, welche Pizza ich mir von der Karte aussuche, bringt mir der Kellner die richtige Pizza, stellt mir Getränke dazu. Ich brauche mich nicht ums Zusammenräumen, um sonst was kümmern. Das ist Software as a Service. Software as a Service ist also das, wo ich im Grunde genommen nur mehr Essen brauche. Und das wäre vergleichbar mit dem Begriff Software as a Service. Um dann noch darauf zu sprechen, wie das bei der Software jetzt ausschaut. Aber da brauche ich mich um gar nichts mehr kümmern. Da wird mir alles sozusagen abgenommen. Wenn ich also das Ganze auf Cloud Computing umlege, dann ist es so, dass bei On-Premise, habe ich vorher gesagt, im Grunde genommen ich alles selbst bereitstellen muss. Das heißt, ich muss mich um Hardware kümmern, ich muss mich um Speicherplatz kümmern, muss mich um das Netzwerk kümmern, muss mich vielleicht um eine Virtualisierungsschicht kümmern, muss mich sicher um ein Betriebssystem kümmern und wenn das ein Server ist, dann werde ich mich auch um eine Middleware oder ein Runtime kümmern müssen. Ich muss meine Daten selbst verwalten und ich muss eine Applikation da oben drauf sehen. Wenn ich das alles habe, dann können meine Anwender in der Firma einen Service nutzen. Da
Das heißt, wenn ich jetzt einen Server aufsetze und auf dem Server zum Beispiel eine Buchhaltungssoftware installiere, dann wäre die Applikation die Buchhaltungssoftware, die Buchhaltungsdaten wären die Daten und darunter liegt eine Infrastruktur, die meine Buchhaltungssoftware benötigt. Das ist die Runtime und die Middleware. Ich brauche ein Betriebssystem, das kennen alle, die schon einmal mit einem PC gearbeitet haben. Auf dem Gerät hier wäre Microsoft Windows als Betriebssystem drauf, das wäre halt dann ein Serverbetriebssystem in der Cloud oder in Rechenzentren ist das auch oft eine Linux-Variante, die dort läuft und darunter eben die Hardware. So, wenn ich jetzt sage Infrastructure as a Service, dann ist das ganz vergleichbar mit der Pizza, wenn ich die Tiefkühlpizza kaufe, nämlich mir wird sozusagen von der Infrastructure as a Service das Netzwerk bereitgestellt, der Speicher bereitgestellt, die Hardware bereitgestellt und die Virtualisierungsschicht bereitgestellt. Da brauche ich mich nicht mehr darum kümmern. Ich muss mich aber nach wie vor darum kümmern, dass da oben drauf ein Betriebssystem läuft, dass vielleicht eine Middleware drauf ist, die ich brauche, eine Runtime, die ich brauche, ich muss meine Buchhaltungsserversoftware dort installieren und ich habe noch immer die Verantwortung für meine Daten, die auf diesem Server drauf. Der nächste Begriff wäre Platform as a Service. Da wird sozusagen auch bis zur Middleware und der Runtime alles zur Verfügung gestellt und ich brauche mich nur noch um die Applikation und meine Daten kümmern, die da drauf laufen. Und dann gibt es noch die Software as a Service, gleich wie beim Restaurant, da brauche ich mich um gar nichts mehr kümmern. Beispiele dieser Dinge sind, wir haben nachher Amazon Web Services, die uns vorträgt. Da werden wir sicher viel, viel mehr dann dazu hören, aber klassischerweise sind Amazon Web Services vor allem Infrastructure as a Service und Platform as a Service Bereich zu Hause. Von der Microsoft wäre es Microsoft Azure, das es sozusagen hier als Infrastructure as a Service und Platform as a Service gibt und auch Google hat hier Google Compute Engine und Google App Engine, die hier diese beiden Dinge abdecken und ein Hersteller von einer CRM-Software, die man typischerweise eher als Software as a Service kennt, bietet zum Beispiel Force.com an. Das ist eine unterliegende Platform as a Service Schicht, wo ich sozusagen auf diese drauf Applikationen entwickeln kann, beziehungsweise mir zukaufen kann, die da drauf laufen. Und ich sage jetzt einmal, typischerweise die Zielgruppe für diese drei Bereiche sind Infrastructure Service, sind eher sozusagen die IT-Betreiber, die Interesse daran haben, weil ich möchte mir meine Hardware nicht mehr selbst betreiben und ich möchte das sozusagen skalierbar zukaufen. Bei der Platform-as-a-Service-Thematik ist es eher so die Zielgruppe der Softwareentwickler, beziehungsweise auch aus Stores Applikationen, die ich mir dort herhole. Und für den Anwender spannend ist eigentlich Software-as-a-Service. Und Software as a Service heißt, dass ich mich einfach einer Software bedienen kann und mich nicht mehr darum kümmern muss, dass die irgendwie betrieben wird, dass die irgendwie bei mir draufläuft. Also eines der Beispiele, die man wahrscheinlich gut kennt, ist die G Suite da dabei, wenn ich an die Google Apps denke. Oder jetzt heißt es Microsoft 365, die meisten von uns werden es vielleicht auch noch als Office 365 kennen. Also die Microsoft Suite, wo ich Microsoft Office-Produkte beispielsweise eben auch aus der Cloud zur Verfügung gestellt bekomme. Andere Software, die es gäbe, hier wäre zum Beispiel Slack, das verwendet wird für Collaboration- und Zusammenarbeitstools oder auch eine Dropbox, die man da kennen könnte, wo ich halt aus der Cloud Speicherplatz zur Verfügung gestellt bekomme. Also typischerweise diese Schiene kann der Anwender selbst verwenden. Das, wenn ich zu Hause bin, dann ist eigentlich für mich als Heimanwender vor allem Software as a Service das Einzige, was in irgendeiner Form wirklich spannend ist. Und für die IT-Betreiber on-premise gibt es dann auch natürlich Infrastruktur, die ich aus intern einsetzen kann, um sogenannte Private Clouds zu erzeugen. Und wenn ich sage, okay, ich möchte eine Private Cloud erzeugen, dann brauche ich typischerweise mal Virtualisierungssoftware, ich brauche Betriebssysteme dazu, ich brauche auch Verwaltungssysteme dazu. Es gibt Verwaltungssysteme, mit der ich dann zum Beispiel auch diese Webportale zur Verfügung stellen kann.
wo ich dann auf diesen Webportalen mir bestimmte Dinge auf meiner Private Cloud einrichten kann. Und große Unternehmen verwenden typischerweise auch immer eine sogenannte Hybrid Cloud. Das heißt, Teile in der privaten Cloud bei mir im Unternehmen zu fahren und Teile in einer öffentlichen Cloud zu fahren, die eben von den großen Cloud-Anbietern, von denen wir heute noch zwei hören werden, zur Verfügung gestellt werden. Private Cloud. Es gibt oft die Meinung, dass so etwas, was wir da jetzt sehen, vielleicht auch schon eine Private Cloud ist, weil ich betreibe sie ja selber. Da würde ich einmal die Forrester-Definition wieder versuchen herauszugraben und das auf die Cloud sozusagen anzulegen. Das heißt, eine Cloud ist es nur dann, wenn Ressourcen auch firmenintern dynamisch verwaltet werden können. Das heißt, wenn ich im Grunde genommen ähnliche Funktionen, die ich in der Public Cloud gewohnt bin, auch bei mir in meiner Private Cloud zur Verfügung stelle, dass ich auch firmenintern beispielsweise Selbstbedienungsportale habe, wo ich hingehen kann und sagen kann, ich brauche jetzt bestimmte Services, wo ich draufklicken kann und die mir zur Verfügung gestellt werden kann. Und typischerweise, das kommt aber ein bisschen auf die Firma an, auch die Verrechnung firmenintern dann nach Ressourcennutzung verwendet wird, weil auch dort sollten ja die Kosten dorthin kommen, wo sie tatsächlich auch verursacht werden in einem Unternehmen. Und der letzte Punkt ist natürlich auch der Themenbereich der Sicherheit. Weil, wenn ich mir dieses Rack jetzt anschaue, schaut irgendwie so aus, als ob es da irgendwie am Gang herumstehen würde, dann genügt natürlich auch keinen Sicherheitsanforderungen, weil da kann ja jeder, der vorbeigeht, sich bedienen dabei. Und die Sicherheit fängt ja nicht erst bei den Sicherheitsfähigkeiten, die dann auf den Rechnern drauf ist, an, sondern das fängt ja schon bei Physical Security an, nämlich wer kann denn zu diesen Dingen überhaupt hin? Kann ich mich dort in das Netzwerk zum Beispiel einklicken? Und was kann ich mit diesen Dingen allen anstellen? Also auch das wäre etwas, wo ich sage, das hat überhaupt keine Charakteristik einer Private Cloud basiert. Das heißt, nicht alles, was ich selbst in meinen Rechenzentren oder in meinem Serverraum betreibe, ist auch gleich eine Private Cloud, sondern da braucht es bestimmte Kriterien, dass man dann sagen kann, ist das ein. Wie schaut es denn so mit den Anbietern im Bereich der Cloud Services an? Und wir reden hier mit Infrastructure, also Cloud Provider. Und wenn man sich die Fähnchen neben den Providern anschaut, dann sieht man, es gibt im Grunde genommen keinen einzigen europäischen Anbieter, der da irgendwie nennenswert mitspielt. Es gibt zwar zwei chinesische Anbieter, die hier dabei sind. Der Rest ist alles US-amerikanische Anbieter. Ist einmal grundsätzlich nichts Schlechtes. Die Fragestellung, die sich dabei aber steuert, ist, warum wir in Europa sozusagen da überhaupt nichts anzubieten haben. Und in Wirklichkeit ist das ja nicht nur beim Cloud-Markt so. Weil wenn man sich überlegt, wie viele IT-Anbieter gibt es denn in Europa noch große Nennenswerte, dann fallen mir ganz wenige ein. Also ein Hersteller mit drei Buchstaben, der betriebswirtschaftliche Software anbietet, würde mir da jetzt einfallen. Aber alles, was wir so an IT in Europa hatten, ist uns irgendwie in den letzten Jahrzehnten abhanden gekommen. Und das finde ich eigentlich bedenklich. Also war nicht so sehr diese Aufteilung da im Cloud-Markt, aber das zieht sich in Wirklichkeit in Europa durchgängig durch, dass wir ja große Hersteller hatten in Europa, die aber dann alle irgendwie mal verkauft worden sind, entweder Richtung USA oder Richtung Asien. Energieeffizient, green, hören wir natürlich immer wieder das Thema grün, ist natürlich wichtig, weil wir haben jetzt den Klimawandel und das Thema ist natürlich, wie können wir es schaffen, dass unsere IT grüner wird. Und in Wirklichkeit haben die großen Betreiber bei Rechenzentren eine ganz große Karotte, die da vorne hängt, warum sie versuchen, grün zu sein. Und das ist nicht, weil sie versuchen wollen, ihre Welt zu retten, sondern weil der größte Kostenbrocken im Betrieb eines Rechenzentrums in Wirklichkeit die Energie ist.
Und die klassischen Rechenzentren der Generation 1 hatten einen Faktor von 2,0 und mehr PUE. PUE ist die Abkürzung für Power Usage Effectiveness. Und PUE bedeutet, wie viel Energie geht am Ende in Rechenleistung und wie viel wird für was anderes verwendet. Die IT-Betreiber sagen dann typischerweise keeping the lights on, aber in Wirklichkeit ist der größte Teil da drinnen Klimatisierung. Rechner haben es gern kühl. Klassische Rechenzentren haben irrsinnig viel Energie investiert, damit die Räumlichkeiten, wo die Rechner drinnen standen, sind, auch im Sommer eine halbwegs annehmbare Temperatur hatten. Und im Winter hat man nicht heizen brauchen, aber man hat trotzdem immer die Wärme aus dem Raum irgendwie rausbringen müssen. Typischerweise hatten diese Rechenzentren einen Faktor 2 plus PUE, das heißt, es ist noch einmal so viel Energie in Klimatisierung und alles andere, Gebäudeautomatisierung gelaufen, wie in Rechnerleistung gelaufen. Typische aktuelle Rechenzentren, Cloud-Rechenzentren, sind bei einem Faktor von ca. 1,07. Also man sieht, da dazwischen ist sehr viel passiert in Energieeffizienz. Und das hat mal begonnen damit, Grunde genommen, wenn man sich das anschaut mit Containment, dass da drinnen noch immer ein Raum war, wo Rechnerracks gestanden sind, wo aber dann versucht worden ist, dass die Raumluft nicht mehr sich vermischt hat. Weil man möge sich jetzt vorstellen, wir schlichten jetzt in diesen Raum hier herinnen ein paar tausend Rechner herein. Gehen wahrscheinlich rein, weil es Gasanmittler rein, aber die produzieren ziemlich viel Abwärme. Und wie kriege ich sozusagen die Abwärme raus? Wir haben leider keine Klimaanlage da herinnen, aber wenn wir dann eine hätten, bräuchten wir eine ziemlich fette Klimaanlage, damit die gemischte Wärme, die hier im Raum entsteht, rausgezogen wird. Und bei den Rechenzentren der Generation 3 hat man einmal versucht, sozusagen die Wärme oder die kalte Luft nur vorne den Servern zur Verfügung zu stellen und die warme Luft, die hinten rausgeblasen wird, nicht mit der kalten Luft zu vermischen. Das heißt, wir würden hier in diesen Raum im Grunde genommen einmal eine Wand einziehen, würden auf der vorderen Seite kühlen und auf der hinteren Seite versuchen, das Ding nur mit Lüftern aus dem Raum zu bewegen. Das war der erste Ansatz. Dann danach kamen dann, Microsoft hat dann Container genutzt. Das waren diese Modular Data Centers. Die sind mittlerweile auch schon aus der Mode gekommen. Aber was dort auch versucht worden ist, ist, dass die Hardware sehr spezifisch gebaut worden ist, damit sie auch wiederum extrem energieeffizient wird und extrem leicht zu warten wird. Bei diesen Modular Data Centers war es übrigens dann so, dass da drinnen der Reihe nach auch Rechner ausfallen durften und dann dieser Container, in dem diese Rechner drinnen waren, erst getauscht wurde, wenn eine gewisse Prozentanzahl an Rechner ausgefallen ist. Beispielsweise klassische neue Data Centers haben auch nicht mehr für jeden einzelnen Server ein eigenes Netzteil. Kann man viel effizienter gestalten, wenn da die Energieversorgung auch nur einmal passiert und die dann auf die Rechner aufgeteilt wird. Also da ging alles um Energieeffizienz, aber nicht hauptgetrieben, damit das grün wird, sondern vor allem dadurch getrieben, weil je mehr Energie ich mir einspare, desto billiger wird der Betrieb dieses Rechners. Der Nebeneffekt ist, dass die Cloud Data Center halt mittlerweile schon sehr, sehr energieeffizient sind und sehr, sehr grün aussehen. Herausforderungen, die es weiterhin gibt. Datenschutz. Wir haben der Zeitung entnommen, dass ein österreichischer Jurist, Max Schrems, vor einigen Jahren eigentlich fast unabsichtlich das Datenschutzabkommen zwischen Europa und den Vereinigten Staaten gekippt hat. Das ist ja mal ein bisschen passiert beim ersten Mal. Dann wurde dieses Abkommen durch das Privacy Shield ersetzt. Und das Privacy Shield ist jetzt vor einigen Wochen, Monaten mittlerweile mehr auch gekippt worden, weil der Europäische Gerichtshof gesagt hat, dass das amerikanische Recht, vor allem das den Geheimdienst in Amerika reguliert, nicht mit dem europäischen Recht vereinbar ist. Und zwar für die, die sich damit nicht beschäftigt haben,
der Hauptkritikpunkt da drinnen ist, dass in Amerika Geheimdienste durch einen speziellen Gerichtshof kontrolliert werden. Das ist der sogenannte Freezer Court. Und wenn ein Geheimdienst gerne jemanden überwachen wollen würde, dann muss er zu dem Freezer Court gehen und sagen, ich hätte gerne, der Roland, mein Kollege sitzt in der letzten Reihe, den Roland gerne überwacht, weil ich glaube, er ist ein böser Terrorist. Dann wird dieser Freezer Court dann darauf schauen, ob die Indizien, die ich beibringe, und ein Richter wird dann sagen, ja, könnte sein, dass der Roland ein Terrorist ist, das schaut irgendwie plausibel aus, deswegen überwachen wir ihn. Und wenn so etwas in Österreich passiert, dann könnte das auch passieren. Allerdings in Österreich würde dann, wenn herauskommt, wir haben jetzt den Roland überwacht, wir sind draufgekommen, da ist nichts dran. Also das, was wir da an Beweisen gehabt haben, hat sozusagen, konnte nicht erhärtet werden. Dann muss der Roland im Nachhinein mitgeteilt bekommen, dass man ihn überwacht hat, dass man auch nichts gefunden hat und dass das sozusagen jetzt die Daten auch wieder vernichtet werden und dass also von dem, was da jetzt passiert ist, an ihm bitten bleibt. Das Problem ist, in Amerika wird niemand, der sozusagen von diesem Visa Court approved worden ist, also überwacht worden ist, jemals mitbekommen, dass er irgendwie in das Blattnetz gekommen ist. Er kann sich dann auch irgendwie nicht dagegen wehren, er kann auch nicht sagen, warum eigentlich. Der Sauerei, dass ich da irgendwie in das Schleppnetz gekommen ist. Und das sind ja Bürgerrechte, die ich typischerweise habe. Und die gibt es halt dort auch. Und deswegen sagt der Europäische Gerichtshof, solange sozusagen in Amerika diese Überwachung gegeben ist, ist es ganz schwierig, Daten sozusagen in Amerika zu lagern. Und er hat deswegen sozusagen dieses Privacy Shield Abkommen gekippt. Und sagt, das ist nicht ausreichend, das passt so nicht und dann müsste gleich was Neues einfallen. Die zweite Herausforderung, die wir haben, ist nicht der Cloud selbst geschuldet, aber wir haben sie jetzt bei Corona und beim Lockdown ganz schön gemerkt. Die Cloud hat in vielen Bereichen geholfen, dass wir in Unternehmen nicht über den Netzwerk- und Bandbreitenausbau gestolpert sind, weil die Unternehmen angefangen haben, relativ flott Dinge, die sie vorher zuerst in ihren Unternehmen gelagert gehabt haben, in die Cloud zu schieben. Und die Cloud-Wachstum war gerade durch Corona jetzt enorm. Da ist viel, viel passiert. Und die Cloud-Anbieter haben da sehr viel investiert und haben da geschaut, dass sie da nachkommen, aber haben da durchaus heftig nachgerüstet. Und das Problem, das wir dabei haben, ist, die Cloud kann ich nur dann verwenden, aber auch die Cloud kann ich auch nur dann nutzen, wenn die Bandbreiten auch in den Unternehmen ausreichend sind, aber auch bei uns zu Hause ausreichend sind. Viele von Ihnen werden wahrscheinlich Cloud-Services genutzt haben in Corona, weil wir haben alle sehr, sehr viel Videoconferencing-Services genutzt und wir haben auch relativ flott gemerkt, dass jene, die an mobilen Anbindungen gesessen sind, die zum Beispiel ihr Internet zu Hause über diese berühmten Würfel sich geholt haben, also eigentlich ein mobiles Internet, das ich halt zu Hause verwende, haben dann enorme Schwierigkeiten gehabt bei Videokonferenzen. Und auch eine Herausforderung ist in Wirklichkeit, dass wir ein wenig in Europa eine Digitalwüste sind. Also wir sind sehr schlecht, was also europäische Anbieter bedingt. Und da, glaube ich, könnten wir doch sehr, sehr viel mehr tun, um gegenüber Asien, aber auch gegenüber Amerika wieder aufzuholen und uns ein paar Dinge da zurückzuholen. Damit bin ich sozusagen bei meiner Einführung in die Cloud-Technologie am Ende angekommen. Als Digital Society suchen wir immer Menschen, die uns in unserer Arbeit unterstützen oder die uns helfen, Menschen zu bezahlen, die uns in unserer Arbeit unterstützen. Das heißt, es gibt zwei Dinge, wie man die Digital Society unterstützen kann. Die eine ist mit einer Mitgliedschaft, die andere ist mit Mitarbeit oder auch gerne beides. Die Mitgliedschaft kostet die ermäßigte Jahresmitgliedschaft 50 Euro, wenn man es durchdividiert. Dann ist es ein Kaffeemonat. Das sollte sich aus meiner Sicht die meisten von uns leisten können. Jetzt ist es noch ein bisschen günstiger mit 10% Gutscheinermäßigung für die ersten 12 Monate. By the way, bei uns ist es wurscht, wann man dazukommt. Es ist immer 12 Monate sozusagen ab Beitrittsdatum. Man muss also nicht warten, bis der 1. Jänner ist, damit man es voll und gut ausnutzt.